Da wären wir. Sehr schön. Sind wir schon im Spiel. Ja, können wir 3 Minuten vorher anfangen. Das ist ja, wir werden auch 3 Minuten später aufhören. Das ist mal nicht, das ist jetzt nicht so dringend, dass man pünktlich beginnt. Ja, wir spielen weiter, wo wir im letzten Stream aufgehört haben. Wo auch sonst. Und lassen zu Beginn mal den Poki reden. Hier ein neues Areal. Ein neuer Poki. Ein neuer Audiokommentar vom Entwickler. Warum nicht? Können wir so gut beginnen. Ich mochte immer die Itemreaktionen auf die Vogeltränke, weil Harvey immer fangen will und Edna versucht, es ihm auszureden. Ich fand das irgendwie niedlich. Es spoilert wieder. Die Vorstellung, dass Harvey endlich einen Storch fängt. So, man würde es ihm schon irgendwie gönnen. Ich vergesse es immer wieder. Auch wenn Störche selten sind, aber es hat ja niemand gesagt, dass es einfach wird. Gut. So. Okay, das mit der Essensschlacht müssen wir noch erledigen und irgendwann müssen wir dann auch noch den Adoman müssen wir hier rausbekommen und wir müssen dann noch den Roti und Moti, die bei der Essensschlacht dann sind, die müssen wir dann auch noch drauf kriegen. Und dann kann es durch das Tor hindurch gehen. Harvey mit Vogeltränken, dann schauen wir uns das mal an. Warum nicht? Oh, eine Vogeltränke! Wollen wir Störche fangen? Ich glaube, es gibt hier keine Störche, Harvey. Was? Störche fangen. Das kann nur eins bedeuten. Irgendwer will das in unserem Revier. Okay. Reden mit Vogeltränke. Piep. Du bist schon ein komischer Vogel, Edna. Ja, auf jeden Fall. Cheep! Du bist schon ein komischer Vogel, Edna. Können wir schmutzig machen. Jau. Das wird den Piepsis schmecken. Sehr gut. Jetzt lass uns schnell verstecken, bevor die Störche kommen. Ich mach das nicht, um Störche zu fangen, Harvey. Richtig. Es ist vollkommen ungefährlich. Besonders für leckere Störche. Ja, sehr schön. So Senf haben wir auch noch mit dabei. Das wird den Piepsis schmecken. Sehr gut. Jetzt lass uns schnell verstecken, bevor die Störche kommen. Ich mach das. Es ist voll. Gut. Ich noch ein bisschen draufspucken. Da ist kaum Wasser in der Tränke. Stattdessen sind da so kleine, weiße, dickflüssigen Pfützen. Oh nein. Gewöhnungsbedürftig. Kleine, weiße, dickflüssige Pfützen im Vogeltränk. Hat sie geschnürft mit dem... Nein. So einmal unterschreiben. Gut, hier wird wieder gekritzelt. Sehr gut. Storchis. Schon sieht er viel schöner aus. Das wird den Pieps sehr. Oh, okay, jetzt haben wir den Nagel verbraucht. Knuspern wir uns einen neuen. Ja, okay. So, Potenschläger. Wollen wir eine Storchfalle bauen? Nicht doch, Harvey. Störche sind selten. Niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Ja, kommt mir bekannt vor. Ich bekomme keine Verbindung. Nur so ein Piepen. Oh je. In diesem Bild wird Captain Unbrauchbar vom blauen Vogel des Unglücks heimgesucht. Twittervogel. Ein Zen-Garten. Okay. Ach du Schreck. Sieht nach einem Rätsel aus. Nach einem schlimmen Rätsel. Ach du Stein. So können wir die Steine bewegen oder was? Ach du Heilige.
Ach, du Schreck. Ach, oh je. Nee, das lassen wir mal erstmal lieber bleiben. Geh zu Garten. In der Harke. Na, dann zeigen wir denen mal, was eine Harke ist. Harvey. Ich halte die beiden lieber getrennt. Ich hab mal gehört, dass Hasen Harken schlagen. Harken. Ach je. So. Poloschläger mit Harke. Die Harke ist nicht halb so cool wie mein Poloschläger. Stimmt. In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar gegen radioaktives Urzeitlaub. Oh je. Generalschlüssel mit Harke. Ist da auch wirklich kein Laub auf meinem Schlüssel? Da wäre ich mir nicht so sicher. Aber jetzt, wo ich die Harke habe, kann ich auch dafür sorgen, dass es so bleibt. Bestimmt. Kannst du bestimmt auch mitnehmen. Nee, aber erstmal reden wir mit ihr. Es sieht so aus, als würde sie Hi sagen. Okay. Na komm, nehmen wir sie uns mit. Na, Harke. Ich halte die beiden. Ja, okay. In einem Schweizer Taschenmesser hätte ich all diese Funktionen in einem. Aber wenn du nur das eine Inventarobjekt hättest, womit würdest du dir dann die Zeit totschlagen? Tja. So. Unterschrift mit Harke. Diese Harke ist Eigentum von Dr. Horatio Marcel. Und jetzt vom Barmann. Diese Harke ist Eigentum der Abstellraumbar. Tja. Wenn ich doch nur noch weitere Stifte hätte, dann könnte ich prima parallele Linien zeichnen. Das wäre ja zauberhaft. Wenn ich genau bedenke, reicht mir der eine Stift vollkommen. Okay, na dann. Nicht schlecht. So bekommt man keine Blasen bei der Gartenarbeit. Schon mal was von Gartenhandschuhen gehört? Verflucht! Wir haben meine Idee geklaut. Das wäre nicht schlecht. So, jetzt können wir die Mauer noch bespritzen. Nice. Verunstalten. Dieses Schandmal. Sehr gut. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Genau. Ich bin ein Müffel. Zeichnet Dr. Marcel. Schön. Um hier einen Tunnel durchzugraben, bräuchte ich wohl eher einen Löffel. Mist. Tja. Den haben wir nicht. Die Schaufel haben wir schon verschenkt. Ja. Ja, dieser Raum erinnert mich daran, was für ein absoluter Luxus es war, halt alles selbst zu zeichnen und zu skripten. Nochmal irgendwie kurz einfach nur, um eine Harke aufzunehmen, nur ein einziges Item zu verstecken und nochmal die Mauer näher zu präsentieren. Also das Hindernis, das Edna hat, einfach nochmal einen ganz neuen Raum anzulegen. Wenn ich dafür Grafiker bezahlen müsste und Skripter, würde ich den Raum mittlerweile wahrscheinlich eher weglassen. Da ging das noch. Schön. Ja, hübsch. Gut. Dann mal vors Haus. Oi. Hier können wir uns nochmal den Kommentar anhören, den wir von dort oben nicht anhören konnten. Ja, was man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht merkt, ich habe mir größte Mühe gegeben, dass die Innenräume der Anstalt logisch zusammenhängen und dass man entsprechend auch von außen erkennen kann, welcher Raum hinter welchem Fenster zu sehen ist. Nicht in jedem Fall gelungen, aber also ganz von den Proportionen, aber die Fensteranzahl zumindest stimmt. So ist zum Beispiel im zweiten Stock im Turm ja Alfreds Altarzimmer zu erkennen, der rote Lichtschein und so weiter und so fort. Weniger Mühe habe ich mir offenbar mit den Wolken gegeben,
Und natürlich mit der Limousinen-Animation. Ganz interessant finde ich, wie ich hier in diesem Screen das Gras gemacht habe. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich einen Texturpinsel verwendet habe. Ich habe diese Option einfach gefunden bei Photoshop und dachte, das ist ja geil. Und das fällt zwar auf so einem Rahmen, aber auch nur, wenn man sich über irgendwas wundert. Ja. Aber ich glaube, in dieser Phase des Spiels ist man da schon drüber weg. Haupteingang. Ja. Haben wir ja im letzten Stream schon gesehen, habe ich doch schon bei der Veranda schon gesagt, da könnte der, das ist doch die Therapie. Haupttor. Oi. Ah, für die Tür zum Wachturm. Das ist ein ganz viele Audiokommentare. Ich habe ein Rätsel konzipiert, das ich schließlich weggelassen habe, weil die Hotspots einfach unmöglich waren. Es war viel zu klein. Aber tatsächlich konnte man das Kaugummi von Roti oder Moti zerkauen lassen. Das Kaugummi, mit dem man die Autoalarmanlage auslöst. Und dann sollte man das hier ins Türschloss kleben, damit die Tür offen bleibt, nachdem einem der Wächter halt immer wieder rausscheucht. Das habe ich schließlich weggelassen. Hm. Schade eigentlich, die Idee war gut. Und ich glaube, jetzt ist das die Tatsache, dass man das Kaugummi aufnehmen kann, vollkommen sinnlos. Außer natürlich, dass man es überall rückwirkend wieder hinkleben kann. Tja, bescheuert. Schön finde ich hier die orangenen Wolken, die er da sehr gut hinter das Tor gezeichnet hat. Sieht auch gar nicht so aus, als wäre da eine Wand. Geh zur Tür. Kiebehaut. Stacheldraht. Hui. Wir können hier rein. Fässer. Oh. Kein gutes Versteck. Das stimmt. Spinnt. Na, ein Spinnt. Oh, ein sehr gutes Versteck. Na dann. Wer ist da? Oh. Na warte. Dich krieg ich. Oh, Schreck. Sehr gut. Hey! Wo bist du hin? Weg. Okay. Wie sind wir hier? Keine Zeit, Radio zu hören. Oh nein, er kommt. Ach, Schreck. Hey, da bist du ja. Wie bist du an mir vorbeigekommen? Spiel da nicht dran rum, sonst gibt's Ärger. Marsch, zurück zu den anderen und lass dich hier nicht wieder blicken. Okay. Gut, einfach zum Haupteingang reinmarschieren. Das ist lieber keine nicht. Gute Idee. Da sitzt ja. Diese Wache am Empfang. Limousine. Na. Sie haben einen Poki-Kommentar. Ich hatte einfach gehofft, dass es dem Spieler genauso viel Spaß machen würde, Dr. Marcells Limousine zu zerstören wie mir. Ich erinnere mich noch, dass ich während des Zeichnens so richtig in einen Wahn geraten bin, halt irgendwie da noch eine Beule in die Seitentür zu klopfen und noch einen Scheinwerfer zu zertrümmern. Ja, das war schon befreiend. Außerdem gefällt mir die Figur des Chauffeurs sehr gut, der halt nur zwei kurze Auftritte hat oder drei, aber gar nicht in diesem Bild, sondern in der Eingangshalle steht er ja in diesem Spielteil ganz alleine rum und fühlt sich unbeobachtet und singt dann Don't Cry For Me, Argentina. Das fand ich immer so rührend, dass er halt irgendwie, wenn er alleine ist, Don't Cry For Me, Argentina singt. Das ja, schön. Ist eine meiner Lieblingsstellen. Weil es so autobiografisch ist. Ja, sind jetzt ein bisschen viel Audiokommentare auf dem Poki. Aber das muss auch mal sein. So, mach kaputt. Oha. Oh oh. Hau ab. Oh, da ist die Beule. Wer war das?
Gut. Ah, hier wollten wir rein. Hallo. Ja, Starthilfgabe brauchst du. Das hier könnte uns sicher helfen. Wie clever von dir. Aber soweit ich weiß, braucht man zur Überbrückung eine aufgeladene Energiequelle. Vielleicht sollten wir lieber die Meinung eines Experten einholen. Okay, die Meinung eines Experten.